Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Aufnahme von Nier Automata. Yay! Es geht weiter. Wir sind noch hier. Hier habe ich, glaube ich, auch aufgehört, ne? Ja, hier habe ich aufgehört. Hier habe ich das Achievement in der letzten Folge noch abgegrabbelt, ganz schnell. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zurück. Wir müssen. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance. Ja, komm. Machen wir einfach All mal, right. ne? Let's go back. You got it. Okay, machen wir das erstmal. Wir nehmen seinen Vorschlag dankend an und gehen dorthin zurück, nachdem wir die beiden Schrottis da auseinandergenommen haben. Oh, warum haben wir... Ich mag den. Stufe 7, putzig. Aber noch nichts mehr auf dem Kasten. Oh, ich brauche den nicht mal hochschnetzeln. Wir können ja auch einfach so auseinandernehmen. Hey, bleib hier. So, läuft. Immer noch ein bisschen was dazu verdienen, kann nie schaden, außerdem kriegen wir Erfahrungspopels. Das kann man nie genug haben. Und ich wollte gerade sagen, wo war das? Hier ist es. Komm, her damit. Meins. Eisenerz. Ich lasse erstmal noch unseren kleinen Raketen-Pot an, weil das Ding ist super. Können ich sogar auf Distanz halten. Ich brauche nicht großartig zielen. Hallo? Aber sagen, ist er nicht endlich mal okay. Werden wir noch einmal angreifen können, bevor er in die Luft fliegt. Yes, wir konnten noch einmal draufhauen. Geil. Wie kann man diesen tollen raketenschießenden Pot einfach wegschmeißen? Ich verstehe es immer noch nicht, aber egal. So, wir gehen erstmal zurück. Ich würde mal sagen, wenn nichts Aufregendes passiert, mache ich einfach einen Schnitt. Dann sparen wir uns ein bisschen das ewige Hin- und Hergelaufe. Sollte, glaube ich, okay sein, ne? Deswegen mache ich einfach mal einen Schnitt. Auch wenn es schön ist, muss man es ja nicht. Muss man ja nicht immer alles Mögliche zeigen. Außerdem sammle ich immer zwischendurch. Nebenaufgabe. Du kannst Nebenaufgaben von Auftraggebern als blub markiert in der ganzen Welt akzeptieren. Orte mit Nebenaufgaben werden als blub auf der Minikarte angezeigt. Sehr gut. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon wieder da. Dort, wo wir hin wollten. Erstmal looten. Und Hallöchen. Ah, ihr seid es. Ich habe von Knallkopf von eurer Begegnung mit der in der Wüste gehört. Gute Arbeit. Als Dankeschön haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet. Ah, ja. Ah, ja. Ein eigenes Zimmer. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Ihr seid schließlich noch jung. Danke. Nutzen, nutzen, nutzen. Komm mit, mein Kleiner. Was war da? Ach, sieh mal einer, guck. Hallo, ich will... Tierköder erhalten. Ja, brauche ich nicht, weil ich die auch so kaputt kriege, aber hey. Das ist ziemlich groß. Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn wir ein so großes Zimmer bekommen? Ach, geht schon. Wir haben die Erlaubnis schon vergessen. Außerdem werden wir für eine Weile hier stationiert bleiben. Da wird ein Bett wohl nicht verkehrt sein. Dann gibt es wohl kein Argument, das abzulehnen. Ganz genau. Sei mal nicht so bescheiden, mein Junge. Mein Jung. Ach, ich liebe diese Musik hier. Stromfeste Salve, okay. Pausieren. Nö, erstmal nicht. Gerade angefangen, da müssen wir nicht schon pausieren. Da oben ist eine Glotze. Es war ein Unfall. Ich kann nichts dafür, es war ein Unfall. Ein Fallunfall. Okay, wir gucken mal beim Shop, ob wir da irgendwas Tolles kriegen. Ah, da ist die
die Robo-Lady. Hey ho, die Instandsetzung deiner Waffen kannst du mir jederzeit überlassen. Okay, wir können es nicht upgraden, weil uns Titanlegierung fehlt. Okay, alles klar. Was ich aber mal gucken wollte ist, ich kann die Klamotten ja ruhig aufwerten. 320, 350, L2, S2. Bestienlord. Komm, ich kaufe es mal. Ich rüste es mal aus. Ah, mit Faust, alles klar. Was war, Upgrade. Bestienlord Pyrit. Aber wenn wir Pyrit haben, ich weiß nicht, wo wir es kriegen, haben wir aber ganz schön viel mehr. Okay. Das ist auf jeden Fall besser. Angriffstempo geht hoch. Ausdauer, okay. Kleine Erholung, mittlere Erholung. Ja, wir müssen erstmal nichts verkaufen. Kommt. Also, woher bekommt ihr diese älteren Waffenmodelle? Oh, die Shop-Inhaberin schickt mir ab und zu welche. Ah, alles klar. Sie heißt Accord. Sie leistet bestimmt auch Accord-Arbeit und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Tresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur alle paar Jahre mal, um ehrlich zu sein. Sie setzt meist Lieferdrohnen ein. Wo sie die Sachen her hat, weiß ich nicht, aber das meiste davon ist in einwandfreiem Zustand. Solltest du ihr hier begegnen, dann grüße sie schön von mir, ja? Du kannst deine gekauften Waffen bei mir auch verbessern. Du benötigst Geldmaterialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffe Spezialfähigkeiten hinzu. Habe ich schon gemerkt. Wenn du Lust hast, probier es mal aus. Jo. Ah, dann wollen wir mal hier gucken. Kann ich helfen? Was hat er denn so? Aha, ja. LP-Leiste haben wir schon. Erfahrungsleiste. Komm, das möchte ich gerne haben. Autoangriff. Shippt nur im Spielmodus einfach aus. Ach so, das ist dieses. Das ist das, du bist schlecht, Gelumpe. Ja, Stärke von Waffenangriffen um 2. Nur einfach. Pff. Nee, muss nicht sein. Beutel? Ein Beutel mit einem Duft, den Tiere lieben, die werden nicht davonlaufen. Ah, so, alles klar. Muss nicht sein. Maximal LP, MP 5. Kategorie Verteidigung. Erstmal nicht. Bis demnächst. Hau rein, Mann. Da liegt wieder was rum. Dann würde ich Wartung. Ach so, der. Alles klar. Genau, das war der, der uns so ein bisschen sagt, was man und so, ne? Versteh's schon. Möchte man noch wissen, wie ich die Scheißdinger aufkriegen kann. Mann, da ist bestimmt was Geiles drin. So. Kampfmann. Ach so, okay. Warte mal kurz, möchte mal was gucken. Ausrüsten. Alter, bevor die fette Klinge. Okay. Bloße Faust. Und dann ausrüsten, okay. Unten war die Erholungskrempe und mit den seitlichen Tasten kann ich das ausrüsten. Waffen.
da hauen wir nochmal den rein. Jo. Schwere Waffen. Großes Schwert. Da hauen wir den rein. Dann kann ich jetzt immer frei zwischen den beiden Sachen hin und her switchen. Zack. 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 Dann möchte ich aber... Warte, das muss ich jetzt einfach aus persönlichen Style-Gründen, sag ich mal, möchte ich das noch gerne umändern. Dann ist Slot 1 und Slot 1 sind unsere Anfangswaffen, ne, unsere Standardwaffen, die werde ich immer behalten. Und Waffen Set 2, da kann ich das ja modifizieren, wie ich will. Da haben wir hier den Bestienlord ausrüsten. Dann nehme ich mir nochmal das Geld und kaufe mir noch eine andere Waffe. Da habe ich meine Anfangswaffen, so aus Style-Gründen, die kann ich dann so für Offscreen-Gelumpe nutzen. Und die... Ne, Dings, was wollte ich sagen? Und Waffenslot 2, da kann ich dann immer variieren fürs Let's Play. Hier, der ist deutlich besser als der untere. Bestien verderben. Der ist aber teurer. Bestienkönig als Motiv. Was steht da? Mit einer unbehaglichen Aura. Kaufe ich mir vielleicht irgendwann mal. Erstmal den hier. So, einmal hier ausrüsten. Kleine Schwerter. Ausrüsten. Okay. Komm bald wieder. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir einmal die hier. Voll cool. Okay. Die fetten Klingen und einmal die Katanas. Irgendwie nice. Wir nehmen erstmal die fetten Klingen. Dann möchte ich mal kurz gucken auf der Map. Wo können wir denn als nächstes hin? Kartenmodus. Ich drücke mal in die falsche Richtung. Ich würde mal sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier gibt es ja überall noch so Dinger, die wir wieder reparieren können. Ich würde sagen, wir gehen mal hier längs. Hier waren wir noch gar nicht. Zu dem... So, setzen wir uns einfach mal selbst ein Ziel. Wir haben immer ein Ziel vor Augen. Und dann wollen wir mal schauen. Oh, war ja klar. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. Okay. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. Okay. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Alles klar. Das scheint... Wahrscheinlich kommen wir da... Okay. Wir gehen da hin. Oh, hier ist eine Schlucht. Wir gehen hier hin, machen das Ding heile. Und dann gehen wir da rüber. Licht halb auf unserem Weg. Finde ich gut. Ist völlig in Ordnung. Damit kann ich wunderprächtig, wie auch immer, leben. Dann können wir jetzt mal unsere neuen Waffen ausprobieren. Während wir dabei wieder Bolz looten. Keine Ahnung. Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, das ging echt schnell, aber da war Stufe 3. Keine Bedrohung. War hier nicht eben was zum Looten? Kann doch nicht so blind sein. Wer hat mich verguckt? Kann auch natürlich auch sein. Ah, guck mal hier, viele Robis. Die einfach nichts machen, außer sterben. Finde ich voll in Ordnung. Verreck doch einfach. So, alles meins. Wir gehen gleich rechts rum. Wir möchten erst da hinten... Haha. Wir möchten erst da hinten einmal das Ding heile machen.
Es ist mein tiefes Bedürfnis, die Dinger immer wieder zu reparieren. Da ist schon wieder Rotwild. Komm, an den Viechern können wir sehr gut unsere neuen Waffen testen. Oh, ein Schwein. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Komm schon, Wildschwein. Eieiei. Okay, wir müssen aufpassen, dass das Vieh uns nicht in die Mangel nimmt. Wo ist die Sau? Eieiei. Mission failed. Domasi verpasst die Chance, das Leben in einer Stadt aus... Was? Verpasst die Chance des Lebens in einer Stadt aus Baublöcken. Fortsetzen. Reliquia, wenn dein Charakter stirbt, bleibt der Körper als Leiche auf der Karte bestehen. Dieser Körper enthält diverse Informationen, aber begib dich zu deiner Leiche, um deinen Harpen gut zu bergen. Stirbst du erneut, bevor du deinen vorigen Körper erreichst, verschwindet dieser. Spielst du noch länger weiter, ohne deinen Körper zu bergen, verschwindet dieser ebenfalls. Oh, shit. Okay, wir sind einmal gestorben. Okay, das Schwein ist gefährlich. Ich hätte mich hochheilen sollen, verdammt. Kacke. Es gibt einen Schnitt, bis wir wieder bei unserer Leiche sind. Wir haben sie ja schon einmal gelootet. Was? Wir sind hier? Alter, es gibt auf jeden Fall einen Schnitt. Meine Leiche. Hier ist meine Leiche. Domasi verpasst die Chance des Lebens in einer Stadt aus Baublöcken. Ah, okay. Ich hatte die Nachricht. Bergen reparieren? Ich hätte die Nachricht umändern können im Sinne von, eine wilde Sau hat mich überrannt. Oder irgendwie sowas. Körper reparieren und bergen? Okay. Du hast deine Plug-in-Chips geborgen. Möchtest du deine alte Ausrüstung wiederherstellen? Jo. Das sieht aus. Dein voriger Körper wurde zu deinem Verbündeten. Ah. Oh. Das ist ja interessant. Das ist höchst interessant. Meine Leiche kämpft jetzt mit mir. Wie cool ist das denn? Du dämliche Drecksau. Stufe 12. Ja, kein Wunder, dass das Vieh mich umlatzen konnte. Ah, wie hab ich aufgepasst. Ah, fast habe ich erwischt, ey. Wo ist mein verbündeter Leichenkörper? Soll mit mir kämpfen? Das Gute ist, wir können, wenn wir gut ausweichen, können wir sowas immer überstehen. Kein LAN verbunden. Ja, ja, LAN-Kabel ist angeschlossen. Ich habe noch kein Update gemacht. Lass mich in Ruhe. So, die Sau ist erledigt. Keilerfleisch erhalten. Sehr gut. Wo ist die Leiche? Wo ist denn der Körper hin? Oder wurde unser verbündeter toter Körper nochmal getroffen? Ist jetzt ganz hinüber.
Verstehe ich noch nicht so ganz. Leiche? Ist weg. Mein Körper wurde zu deinem Verbündeten, aber wo ist unser Verbündeter? Okay. Hier ist auch nirgendwo ein kaputter Körper am Rumverwesen, ne? Außer der Keiler. Keiner ist geiler als der Keiler. Okay. Das nächste Mal bergen wir die Leiche einfach. Widerliches Mistvieh. Hast du davon? Bist du recht gestorben? Aber wir gehen mal kurz auf die Brücke. Mal kurz gucken. Und dann kehren wir dorthin zurück, wo wir hin wollten. Na, Digga? Na, gehen wir später mal rüber. Stand ja nicht eben noch was auf der Brücke oder habe ich mich verguckt? Keine Ahnung. So, wir machen erstmal das Ding da heile. Dann können wir auch speichern. Ich sollte, glaube ich, immer speichern, wenn ich die Chance habe. So. Erstmal her damit. Freigeschaltet. Schnell speichern. Bevor sie noch einmal sterben sollten. Na, lass uns mal kurz die Karte angucken. Ja, sehr schön, toll, alles klar. Wir müssen da nochmal hin. Okay. Es gibt nochmal einen Schnitt, ne? Geil, neue Stufe. Geil, es lohnt sich, einfach offscreen hier alles kaputt zu schlagen. Finde ich super. Hört mir gerade ein, habe ich eigentlich? Ah, okay. Blendet Erfahrungsleiste. Junge verdiente Erfahrung. Das war nicht ausgerüstet. Verstärkt Angriffe mit einer sehr schwachen Schockwelle. Ah, nach unten können wir dann noch mehr freischalten, ne? Ich verstehe schon. Angriffe mit einer sehr schwachen Schockwelle. Braucht noch mehr Platz. Ui, ui, ui. Okay, da muss ich kurz schneiden, um zu gucken, ne? Was ich wie mache. Androiden sind Entfernung führt zum Tod. Das Spiel. LP-Leiste des Spielers. Blendet die Fähigkeitenleiste ein. So, ich habe jetzt erstmal meine Chips erstmal ausgerüstet, ein bisschen umgerüstet und so weiter. Wir haben natürlich den BS-Chip, wenn wir den entfernen, sterben wir, also Selbstmord. Nee, muss nicht sein. Ich habe LP-Leiste, ist immer noch angezeigt, also so wie viel wir haben. Unsere eigene Erfahrung und die Menge verdiente Erfahrung wird angezeigt. Blendet die Fähigkeitenleiste ein, lasse ich einfach mal drin. Feinddaten, LP und Stufe werden angezeigt, die Minikarte natürlich auch, unsere Ziele, der Textlog, wenn wir was einsammeln und so weiter. Dann habe ich Hard-Speicherpunkt, ist immer noch drin. Schadenswert, was wir austeilen und einstecken. Die Soundwelt ist immer noch, die Steuerung bleibt auch drin. Automatisch wird Hard angezeigt. Hieb, verstärkt Angriffe mit einer sehr schwachen Schockwelle, habe ich mit neu mit drin. Todesheilung plus 1, erneuert 10% LP für jeden besiegten Feind, was gar nicht mal so schlecht ist. Upsa. Und dann Autogegenstand plus 1, benutze Heilgegenstand bei LP unter 30%, heil 15% mehr. Das hier ist plus 1, das kostet mich 1 weniger als die andere Autogegenstandheilung. Es ist günstiger und macht dasselbe, voll geil. Das habe ich jetzt ausgerüstet und ja, dann würde ich mal sagen, können wir jetzt weitermachen. Indem ich zurück zum Widerstandslager laufe. Nach einem Schnitt. Erneut. Again. So, jetzt kriegen wir nochmal unser Zimmerchen, was wir eben verkackt haben. Jo, danke. Alles klar, Mann. Supi. Zum Typen müssen wir nicht. Wir haben ja unsere Waffen noch. Das ist das Gute. Wir müssen die nicht neu kaufen. Da hinten die Kiste in der Ecke kriege ich nicht auf. Ich weiß. Ja, ist alles in Ordnung. Sei nicht so bescheiden, mein Kleiner. Immer noch.
So, nochmal kurz alles hier looten. So, einmal kurz pausieren. Speichern möglich. Ach, gute Nacht. So. Spiel fortsetzen, aber natürlich. Hast du die ganze Zeit da gestanden und gewartet? Kleiner Spanner, du. Okay, auf geht's in die wilde Wildnis. Wir müssen noch einmal erneut unsere gefallenen oder unsere verschwundenen Freunde, Kameraden und so weiter. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. Hier war es vorhin versteckt. Ich wusste doch, ich habe was gesehen. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Das macht mir auch voll Sorgen. Ich bin total besorgt. Das kannst du mir glauben, ey. Wir kennen sie auch schon so lange.